Und damit herzlich willkommen zurück zu Sims 3. Wir sind immer noch hier. Jens schreibt gerade sein Buch. Er ist am Schlagzeug penetrieren und er sagt, dass er cool ist. Aber wir hoffen mal, dass der Max uns jetzt zügig Essen macht. Damit wir alle nicht verhungern. Du brauchst Spaß. Oh, du brauchst Spaß. Wo ist unsere Gitarre? Hat er die auch eingesteckt? Was bist du denn für ein verdammter Kleptoman? Du stellst sie aber sofort wieder hier hin. Verdammt nochmal, immer dieser Jens. Nicht zu glauben, der Typ. Einfach am Clown. Du so. Ja, mach's doch. Du sollst damit spielen, das macht dir doch bestimmt Spaß. Roman, schreib sie später weiter. So. Du kannst mal ein kleines Nickerchen machen. Warum auch nicht? Um 15 Uhr. Wer macht das? Obwohl, nee, du machst das nicht. Du musst cool bleiben. Du setzt dich hier hin und wartest darauf, dass der Sweetie Boy da fertig wird. So, wie weit bist du? Wie lange braucht das denn noch? Ah, okay, das ist ganz sauber. Ich will das spielen. Oh, du musst pissen. Oh. Ich glaube, irgendwann lass ich ihn jetzt nochmal in die Hose machen. Was? Du gehst doch aufs Klo? Wie der einfach aufgehört hat, aufs Klo zu gehen. Was ist mit dem? So, Harnsachen bitte wieder voll. Und du kannst ein Nickerchen machen. Denn das passt voll und ganz zu dir. Ach, Waffen sind fertig. Qualität normal. So, Teller nehmen. Ach, nicht du. Du. Teller nehmen. Und du auch. Teller nehmen. So, die beiden können jetzt mal fressen. So, während Jens da dick am Pennen ist. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ich hab den verdammten Moment verpasst. So, hast du aufgegessen? Ja, dann kannst du den schon mal hier aufräumen. Und Reste wegstellen, damit wir später was davon haben. Denn wir lassen ja nichts verkommen hier. Wir sind ja keine Untermenschen. So, abspülen. So, du bist auch fertig. Kannst du dein. Was war das? Geschirr spülen. So. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen zocken. Oh ne, wir suchen es. Wir gucken mal, ob es andere Jobs gibt. Mittlerweile schon. War noch nicht. Dann kannst du jetzt mal pinkeln gehen. So, dann waren alle einmal pissen. Ist ja auch schön. Wissenschaftler. Ach, am Arsch. Film. Oh, das wäre cool. Verbrecher. Oh. Ich glaube, Film mache ich. Karriere annehmen. Kann ein Filmstar werden? Das wäre geil. Du. So. Pause. Jere Lümmel hat die Filmkarriere eingeschlagen. Er wird sich immer an den Tag erinnern. Ach so, ja, das haben wir schon mal gelesen. Wann geht's denn los? Morgen direkt 13 Uhr. Okay. Was ist das? Fast ungenießbar. Okay. So, das hat ein bisschen scheiße geschmeckt, was der Max da gemacht hat. Ach ja, genau. Oh, sorry. Wollt ihr gucken? Professionell am Start, wie immer. Ob wir ein schönes Bücherregal uns kaufen könnten. So. Damit unser guter Max hier ein bisschen kochen lernen kann. Le ging das? Etwas. Ging das nicht früher so? Ach, das war bei Sims 2, glaube ich, so. Man muss. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Hallo. Hallo. Hier entspannen, was zum Fick. Nein, ich glaube, man muss immer erst das Buch kaufen. Ach hier, Kochband 1. Das ist, glaube ich, was man lernen kann. Früher war das so, dass man einfach nur machen konnte, lernen über. Und dann hat er das gelernt, ohne irgendwie was groß zu machen. Ist jetzt scheinbar auch nicht mehr so. Ja, du kannst Reste essen. Wohin gehst du? Hallo, Digga? Ach, er chillt sich draußen. Ach, wir haben noch so eine Bank draußen. Das ist ja geil. Wir haben einen Grill. Das ist ja fett. Okay, das ist cool. So, es wird jetzt auch schon dunkel hier. Eigentlich ist ja noch keine Zeit, pennen zu gehen, aber es wäre ein ganz komischer Tagesrhythmus, weil es ja auch der erste Tag war. Fähigkeit Charisma lernen. Ja, okay. Was ist das hier? Patrina Palla beeindrucken. Wer es auch immer ist, machen wir. Fähigkeit Schreiben lernen. Ja, okay, sind wir auch dabei. So, dann kann der Jennis. Hast du aufgegessen? Nein. Du räumst dein Ding weg. Dann gehst du duschen. Und dann zockst du ein bisschen Computerspiele, Computerspiel spielen, während du aufhörst zu spielen und pennen gehst, schlafen. Nein, nein. Ich ver. Zieh jetzt. Ne, du pennst bis zum nächsten Morgen. Wir wollen nicht um 2 Uhr irgendwann aufwachen. So, du lernst noch ein Pünktchen da, damit wir ein bisschen was haben. Lern schneller, Mann. Ach komm, da ist doch nichts mehr. Was passiert denn da? Ach, da war's, okay.
Max möchte Pause. Max möchte Maiskoch, Profi, Küchen, Profi, Gourmet. Ja, schön. Alles cool. Dann gehst du jetzt auch nochmal duschen. Und danach gehst du. Achso, ne. Danach gehst du pennen. So, Jennis, dir geht's bestimmt geil. Na ja, gut, dann gehst du jetzt auch schlafen. Noch volle Kanone. So. Jetzt mit dir aus. Du gehst auch bis 11 Uhr pennen. Warte, wann bist du überhaupt zur Arbeit? Um 13 Uhr, sogar um 12 Uhr die Fahrgemeinschaft. Und du bist arbeitslos, du willst auch bleiben. Warum bist du pisst? Dann gehst du halt hier schlafen. Geht das fit? Jawohl, das geht. Okay, dann muss ich das Bett kurz einfach woanders hinstellen. Nämlich mitten in den Raum. Ich hoffe, man verspätet jetzt den nicht den Weg. Oder warte, ich mach das anders. Ich stell die Kommode. Die Kommode kommt hier hin. So. Zurück. Weiter geht's, weiter im Text. So, du gehst pennen. Du pennst bis 11. Du kannst auch bis 11. Wir lassen noch ein bisschen zocken hier. So, und jetzt kannst du auch schlafen gehen. So. Der Jens, der schläft. Ach komm. Bis 6 Uhr nur, das ist ja verkehrte Welt hier. Der Jens, der muss eigentlich bis 15 Uhr schlafen. Ah, so. Jetzt lassen wir erstmal schön pennen und nächsten Tag greifen wir an. Obwohl, ach scheiße, die haben ja so lange Arbeit, ne? Wie lange muss der Max arbeiten? Bis 18 Uhr. Uff. Ach egal, macht der Nachparty, scheiß auf Job. Und du, ach komm, du bist im Film, bist du machst sowieso Party. Und Jens, weiß ich gar nicht, soll er mitkommen Party machen oder soll er sein Buch weiter schreiben? Das schauen wir am nächsten Morgen. Aber wovon träumen denn die schönen Typen hier? Also, er träumt noch vom Kackessen. Boah, Hanteln, Laufen, Sportlei. Ich will ein Router Rugby sein. Oder lieber eine CD. Du willst ein Boxer sein? Viel interessanter, wovon träumt Jens? Aha, da haben wir es von einer Frau. Essen war geil, da bist du der Einzige, der es denkt. Was? Deine Sims hat eine Beziehung bekannt. Was? Möchtest du mehr Orangen in der Aktion? Nö, will ich nicht. Aber wer von denen? Zacharia Miles, das ist ein Typ. Aha! Oh, Harry Marks. Wir hoffen mal, dass wir dann auf der Arbeit. Oh, der Digger hat schon wieder Hunger um 4 Uhr morgens. Chillige Sache. Kannst du gleich erstmal Frühstück servieren? Pfandkuchen kostet 6 Dingens. Ach egal, der Jens hat uns ja die Cash geholt. Ach komm, scheiß drauf, steh auf. Was, warum stehen auf einmal alle auf? Ah, bei dem gleichen Zimmer pennen. Ich bin ja auch der Held. Du sollst das machen. Jennis hat auch Hunger. Ich würde sagen, wir begrüßen den Tag mit einem Buch weiterschreiben. Ja, das ist ein guter Tag. Das ist ein guter. Gute Idee. Ja, und er pennt einfach weiter. Sims lieben gute Essen, möchtest du mehr über. Nee, juckt mir nicht. Digga. Der zieht sich einfach nichts an. Der Jens. Ah, nee, ach komm, der Jens kann seinen schönen Chilling-Anzug anlassen. So, hier, ich mache Harzer-Taktik. Ich warte, bis der Max fertig gekocht hat, dann stehe ich auf und fress erstmal was. Oh, Fargo! So, fertig, Pause. Essen angebrannt. Können wir das trotzdem fressen? Nee, du rufst Haushalt zum Essen. Qualität scheußlich. Ach komm, scheiß drauf. Was gemacht wird, kommt auch. Hä, bin ich behindert? Was gekocht? Ach, ich bin echt geistesbehindert. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Das wollte ich sagen. Und wir haben zu wenig Stühle. Geil. Und bald kommen die Rechnungen. Jens hat schon wieder 18 Millionen geholt. Ich sag dir, der Roman, der schlägt ein wie eine Bombe. Der wird der Shit werden. Alle wollen ihn haben. Also bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, du willst auch zum Essen gerufen, Jennis. Ah, zack, der ist schon wieder fertig. So läuft das. Ja, das schmeißen wir weg. Die Scheiße will doch keiner mehr essen. Jetzt, wer bist du? Oh nee, da kommen schon die Rechnungen. Da kommen schon die Rechnungen. Ja, ich denk da dran. Abspülen, okay. Ach, alles macht er? Ach stimmt, die haben ja gestern das Essen draußen stehen lassen. Nee, doch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Jennis? Du, warum? Was machst du?
Harndrang, du gehst erstmal pissen. Alias, den Morgenlöris runterholen. So, erst das, guck mal, wie, sei mal dankbar hier. Jennis, du darfst, du hast die ehrenvolle Aufgabe. 130 Simoleons, ja, leck mich fett am Arsch. Du musst jetzt aber noch viele Kapitel raushauen. Damit wir davon leben können. So, fein gemacht, Jens. Oh Mann, der muss auch pissen. Der kann wahrscheinlich nicht aufs Klo gehen während der einer Dusche, ne? Ha, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Dann kannst du dich mal Outfit planen. Was ist das denn? Ausprobieren. Ja, der zockt, das sieht dir ähnlich. Was ist jetzt passiert? Erstelle einen Haushalt, wird geöffnet. Bitte was? Mardunsa. Ach, da können wir neue machen. Nee. Ja, wohl. Ja, das wollen wir mal schön sein lassen. Wir haben uns so viel Mühe beigegeben. Nicht. Ein neues Outfit entworfen. Ja, Arsch hat der neues Outfit entworfen. Du gehst pissen. Was ist mit dir los? Hä, hey, warum? Pause, Pause. Der will zum Max. Was willst du denn da? Gehst du bitte aus dem Klo aus, wenn deiner ist? Du spielst garantiert nicht Gitarre. Ach, die dumme Sau. Verpiss dich! Geh weg! Dumme Sau. Recycler. Immer diese Leute, die unbefugt auf unser Grundstück gehen. Wenn wir hin. Oh, Jens hat das Klo kaputt gemacht. Oh, Jens hat das Klo kaputt. Deine Scheiße machst du weg. Kollege, das kenne ich nix. Du hast die Kacke uns eingebrockt. Und wo gehst du jetzt schon wieder hin? Ach, Recycler, okay. Du hast uns die Kacke eingebrockt im wahrsten Sinne des Wortes. Die darfst du jetzt auch auslöffeln. Mit dem Mund. Und der macht alles nass dabei, Boy Jens, ey. Hättest du nicht uns 16 Simoleons verdient, ne? Dann wird's ja aber schon längst ganz anders aussehen mit um dich. Beschwerde anhören? Warum Beschwerde anhören? Ja, Degen, was ist hier los? Die handeln sie zu leicht. Verdammt nochmal. Was stehen wir zu? Der Fahrer für Max fährt in etwa einer Stunde. Ja, sag ich um 12 Uhr. Eine Stunde vor der Arbeit. Ja, für den auch. Ist klar. Jetzt hat schon wieder Cash gekriegt. Boah, Jens, ey, läuft bei dir steil. Jumps Les Sims. Ich kann kein Französisch. Na, das sag ich jetzt nicht. du, Jens, wie lange brauchst du noch, um das Scheißklo für dich? Jens Lümmel hat Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und eine Objekte sollte Toilette repariert. Ja, du bist krass. Tränen, ja, du zu Recht, du hast dir die Scheiße eingebrockt, also das muss er sauber machen. So, du. Der hat nicht, ich werd bekloppt. Ach komm, scheiß drauf. Das ist Chiller WG. So, du kannst auf den Pott gehen. Und du. Nee, du guckst Fernsehen. Guckst du mit dem? Zusehen? Gut, der guckt auch Fernsehen. Der kann schön pissen gehen. So, danach kannst du duschen gehen. So, diejenigen stehen da unten. In dem geilen Klo. So, jetzt warten, bis die Fahrgemeinschaft kommt. Jetzt gehen wir schon mal raus. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen unserem ersten Day. Ja, komm, zur Arbeit gehen. Gib ihm. Zur Arbeit gehen und zur Arbeit gehen. Hallo, bist du irgendwie behindert? Ja, geht doch. Normaler Betrieb. Hart rumgammeln. Normaler Betrieb. Soll ich ihn gelassen mit Kollegen unterhalten? So, du willst Kontakte knüpfen und du Regie loben, mit der Besetzung abhängen. Rumgammeln. Ach komm, du machst normalen Betrieb, ist ja mein erster Tag. Oh, wenn die kommen. Wir machen harte Arbeit, ist der erste Tag. Boah, wir wollen ja hier krass wirken. So, du. Der Jens zieht jetzt erstmal seinen Bademantel an. So, du ziehst erstmal schön den Bademantel an. Das ist geil, danach machst du den Fernseher aus. Erstmal zurückgegangen, noch 50 Jahre schuften, dann kann die Rente beginnen. Achso, du wolltest ein Buch weiterschreiben, stimmt. Boah, Hände waschen? Schreiben, weiterschreiben. So. Ihre Lümmel ist erstmal zur Arbeit. Ja, das haben wir alles schon gelesen. Wie geht's euch, Bros? Ja, okay, alles fresh. Wann kommt ihr wieder? 18 Uhr, habe ich, glaube ich, gehört. Nee, du kommst um 19 wieder und du kommst. Nicht du, du arbeitest sowieso nicht um 18 wieder, okay. Lass mich jetzt noch weiterschreiben. Gucken uns an, was der jetzt so gemacht hat. Oh, ich sehe schon wieder die Folge schon wieder viel zu lang für mein geiles Internet. Ach so, das muss ich auch noch sagen. Die Folgen sind meistens unter 15 Minuten, weil sonst mein Internet abkackt und 30 Jahre braucht zum Upload. Na, was hier steht,
Gucken wir uns nächste Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Let's Play Sims 3. Ciao.